Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir diese Socke zeigen, auch mit zwei Nadeln gestrickt, ganz einfach. Wird hier an der Rückseite zusammengenäht, hier an der Sohle und an den Seitenteilen. Wird in einem Stück gestrickt. Ich habe jetzt extra hier zwei Farben genommen, um dir zu zeigen, wo hier die Sohlen bzw. die Spitze ist. Ich habe eine Wolle verwendet, die etwa 6 fädigem Garn entspricht und eine Nadelstärke mit 3,0. Du kannst natürlich auch 4-fädiges normales Sockengarn verwenden. Ich habe jetzt hier 56 Maschen angeschlagen. Wenn du dünneres Garn verwendest, kannst du dich ganz einfach an normalen Sockentabellen aus dem Internet orientieren oder die Größe entsprechend anpassen. Bei 4-fädigem Sockengarn würde ich für Größe 38, 39, dann 60 Maschen anschlagen und dabei nicht vergessen die Randmaschen. Die sind nachher wichtig zum Zusammennähen. Und ansonsten zeige ich dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe jetzt schon, wie gesagt, meine 56 Maschen angeschlagen. Du kannst natürlich in jeder Größe stricken, die du möchtest. Wie gesagt, im Internet gibt es ganz, ganz viele Sockentabellen, die dir sagen, wie viel du für den Anschlag machen musst. Nicht vergessen dann natürlich die beiden Randmaschen. So. Und ich stricke auch schon meine erste Randmasche rechts. Und dann arbeite ich weiter im Bündchenmuster. Zwei rechte Maschen. Zwei linke Maschen. Zwei rechts und zwei links. Also ein ganz klassisches Muster, Bündchenmuster. Zwei linke Maschen. Also ich erkläre dann im Laufe des Videos dann noch, worauf du achten möchtest, wenn du eine größere Größe strickst, beziehungsweise mit anderer Wolle. Und mein Modell hier habe ich jetzt in Größe 38, 39. Ist aber ganz leicht abwandelbar. Also das klassische Bündchenmuster hier. Mit 6-fädiger Wolle. Und in der Rückreihe dann die Maschen, wie sie erscheinen, so, also dann beginne ich hier mit zwei links und dann zwei rechts. Das Bündchen kannst du beliebig hoch stricken, wie du möchtest. Ich habe 24 Reihen gestrickt und habe nach 4 Reihen die Farbe gewechselt, habe dann zwei Reihen in Grau gestrickt und dann wieder 4 in Blau. Du kannst es natürlich auch höher stricken und dann umschlagen oder kürzer stricken, das bleibt völlig dir überlassen. So, ich mache jetzt mein Bündchen hier fertig und dann zeige ich dir den nächsten Schritt. Ich habe jetzt mein Bündchen fertig. Jetzt geht es weiter mit dem Schaft. Auch den kannst du so hoch machen, wie du möchtest. Ich mache jetzt meinen 16 Reihen.
Und zwar einfach nur in Kraus rechts. Das heißt, alle Maschen werden rechts gestrickt, auch in der Rückreihe. Also jetzt 16 Reihen einfach mit rechten Maschen. Du kannst natürlich auch 20 machen oder nur 10. Das bleibt dir überlassen. So, ich habe jetzt doch nur 14 Reihen gestrickt, denn in Reihe 15 und 16 mache ich jetzt meine Abnahmen. Wie gesagt, es ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn da jetzt 16 Reihen sind, denn das ist jetzt hier dieser Mittelteil. Also den kannst du auch wesentlich höher machen, wenn du möchtest. Ich bin jetzt in Reihe 15 und ich mache jetzt, wie gesagt, meine Abnahmen. Und dafür mache ich auf jeder Seite jetzt 15 Abnahmen von meinen 56 Maschen, damit im Mittelteil dann später 26 Maschen übrig bleiben. So, jetzt. Ich habe es doch noch rausgekriegt. Ich stricke jetzt immer zwei Maschen zusammen. Das war die erste Abnahme. Dann setze ich die Masche zurück auf die erste Nadel und stricke diese dann mit der nächsten auch wieder zusammen ab. Das war die zweite. Drei. Vier, fünf und du siehst, ich ziehe den Faden auch nicht wirklich fest an. Fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und 15. Stricke jetzt bis zum Ende der Reihe, auch wieder mit rechten Maschen. Und wiederhole jetzt in der Rückreihe auch nochmal die gleichen Abnahmen, auch wieder 15 Stück. Bei mir bleiben dann 26 in der Mitte übrig. Wenn du eine breitere Sohle haben möchtest oder eine breitere Fußoberseite, kannst du natürlich hier weniger Maschen abnehmen. Auch wenn du, also dass im Mittelteil einfach ein paar mehr Maschen übrig bleiben. Ich werde am Ende nochmal alle Maße in Zentimetern angeben. So, ich hatte hier meine zweite Abnahme gemacht und dann einfach 56 Reihen kraus rechts weiter gestrickt. Das sind jetzt bei mir etwa 11 cm, aber es dehnt sich wirklich sehr, ne? Wenn du jetzt größere Schuhe oder Socken haben möchtest, machst du pro Größe einfach einen Zentimeter mehr. So, hier in der Breite sind es jetzt übrigens 9 cm. Und den Bund
Wie gesagt, der ist ja optional. Bei mir ist das, sind das jetzt 9 cm insgesamt. Und ich mache jetzt weiter. Ich wechsle meine Farbe jetzt, damit die Spitze sichtbarer wird. Du musst natürlich die Farbe nicht wechseln. Und ich stricke jetzt einfach nochmal 2 Reihen mit dem Grau. Und dann zeige ich dir die Abnahmen. So, für die Abnahmen an der Spitze stricke ich jetzt erst meine Randmasche. Und dann einfach 2 Maschen rechts zusammen. Und das gleiche nochmal am Ende der Reihe vor der letzten Randmasche. Also bis noch 3 Maschen übrig sind und da dann auch wieder 2 Maschen rechts zusammen. Die letzte Masche stricke ich nicht. Und auf der Rückreihe einfach nur rechte Maschen. Da mache ich keine Abnahmen. Also nur auf der Vorderseite in der Hinreihe die ersten 2 Maschen nach der Randmasche zusammenstricken und die letzten beiden Maschen am Ende der Reihe vor der Randmasche. Die Randmasche wieder stricken und die beiden dann zusammen. Ich hatte jetzt eben noch 24 Maschen auf der Reihe, auf der Nadel und jetzt gleich noch 22. Ich mache das so lange, bis ich noch 10 Maschen übrig habe. Wenn du eine größere Nummer strickst, wie zum Beispiel 40 oder 41, würde ich in der Mitte dann 12 cm übrig lassen. So, 3 Maschen übrig. Wieder zusammen und in der Rückrunde dann wieder keine Abnahmen. Wie gesagt, das mache ich jetzt so lange, bis ich noch 10 Maschen übrig habe. So, das war jetzt der erste Teil der Spitze. Ich habe jetzt noch 10 Maschen übrig und jetzt muss ich die Maschen auch wieder aufnehmen und dafür stricke ich wieder eine Randmasche und jetzt nehme ich eine Masche zu, indem ich einfach den Faden nehme, um den Finger wickel und dann mir so verschränkt auf die Nadel setze. Das war schon die Zunahme. Und das mache ich wieder nach der Randmasche und vor der letzten Randmasche. Also nehme den Faden, wickle ihn um den Finger und setze die Masche verschränkt so drauf.
In der Rückreihe stricke ich die eben aufgenommene Masche ganz normal rechts ab. Auch wieder hier alle Maschen rechts. Da ist die eben aufgenommene Masche. Die nicht so recht möchte. Das Ganze wiederhole ich jetzt, bis ich wieder auf meine 26 Maschen insgesamt komme. Also nur in der Hinreihe. Ich zeige es nochmal. Nehme ich die Maschen zu. Und wenn ich meine 26 Maschen habe, mache ich nochmal zwei Reihen in dem Grau und dann wiederhole ich diesen Teil hier nochmal. Also die Fußoberseite, bei mir waren es 56 Reihen. Wenn du mit einem anderen Garn strickst, können es auch mehr oder weniger sein. Also bei mir waren es etwa 11 cm. Dann wiederhole ich diesen Mittelteil, wie gesagt, nochmal. So, ich habe jetzt hier auch nochmal 56 Reihen gestrickt, genauso wie hier. Und jetzt mache ich für die Ferse nochmal genau das gleiche wie für die Spitze. Also, ich stricke dafür aber erst nochmal zwei Reihen in der anderen Farbe. Und mache dann wieder meine Abnahme. Also eine Hinreihe und eine Rückreihe. Und jetzt genauso wie bei der Spitze in der Hinreihe immer eine Masche stricken, die Randmasche und dann zwei Maschen zusammen. Am Anfang der Reihe und am Ende der Reihe vor der Randmasche. Nochmal zwei zusammen. In der Rückreihe mache ich keine Abnahmen. Erst dann wieder in der Hinreihe. Genauso wie bei der Spitze reduziere ich auf 10 Maschen und erhöhe dann wieder. Ich mache die komplette Ferse jetzt fertig. Ich denke, ich muss das nicht mehr wiederholen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt wieder auf meine 26 Maschen erhöht. Jetzt mache ich noch eine Hinrunde.
Und in der Rückrunde kette ich jetzt alle Maschen ab. Dafür stricke ich zwei Maschen zusammen. Und setze diese Masche zurück auf die erste Nadel. Jetzt stricke ich diese mit der nächsten zusammen. Und setze auch diese Masche wieder zurück. Wieder mit der nächsten zusammenstricken. So. Und das mache ich jetzt, bis ich alle Maschen abgekettet habe. So, meine letzte Schlaufe, da habe ich den Faden bereits abgeschnitten, ziehe ihn durch die Schlaufe und fest an. Und jetzt kommt der letzte Schritt, das Zusammennähen. Und den Faden muss ich auch noch abschneiden gleich. Und zwar lege ich jetzt die rechte Seite, also die schöne Seite nach innen und klappe mir das jetzt so zusammen. Wie gesagt, das ist meine Spitze später, das ist die Ferse. So, das Ganze wird gleich folgendermaßen zusammengenäht. Das hier ist die, wie gesagt, die Ferse und dann, der Teil ist jetzt etwas länger. Und das dann so oben dran. Sieht noch etwas komisch aus, ergibt aber gleich alles Sinn. So, ich beginne hier mit der Spitze, habe mir schon meinen Faden eingefädelt. Und ich beginne hier ganz vorne meinen Faden zu fixieren. Dafür gehe ich ein paar Mal hin und her. Du kannst es auch verknoten, ich knote nicht so gerne in Strickstücken. So. Und zwar nähe ich immer nur die inneren Maschenglieder zusammen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann. Du hast ja hier an den Randmaschen jeweils zwei Maschenglieder und ich gehe nur durch die inneren und nähe die so zusammen. Es gibt nachher auf der anderen Seite eine schöne Naht. Ich habe viel zu viele Fäden hier. So. Und dann Masche für Masche nähe ich so weiter. Und das mache ich jetzt hier diesen Teil und dann bis hier an diese Spitze. Also nur in die inneren Maschenglieder nähe ich das jetzt hier so zusammen. So, den Teil habe ich jetzt hier fertig. Und jetzt mache ich hier noch die Ferse und dafür klappe ich die Ferse nicht nach außen, sondern nach innen ein. Und nähe dann nur dieses kleine Stückchen noch zusammen. Hier gehe ich noch mal rein, um das ein bisschen zu fixieren. Und dann hier auch wieder. Durch die inneren Maschenglieder lässt sich jetzt mit dem Grau
etwas schlecht erkennen. Aber auch hier wieder. Masche für Masche. Zusammennähen bis hier zum Schluss. Und hier an der Ecke gehe ich auch noch ein paar Mal hin und her, damit sich da kein Loch bildet. So, ich vernähe den Faden gleich. Und kann ihn dann abschneiden. Das Ganze wiederhole ich jetzt auch auf der anderen Seite. Also auch hier erst die Spitze, dann bis hier hoch und das kleine Stück von der Ferse werde ich auch noch zusammennähen. Also hier oben geht es wieder los. Ich werde mal zwischendurch hier die anderen Fäden vernähen und dann bis gleich. So, ich habe jetzt hier meine Ferse gemacht. Die sieht dann so aus. Und die wird jetzt hier im letzten Schritt nähe ich jetzt hier das hintere Teil zusammen und verbinde dann die unteren Seiten mit der Ferse. So, an der Stelle nochmal der Hinweis, falls dir das Video gefallen hat, abonniere unbedingt meinen Kanal. Ich habe noch ganz viele weitere Videos zum Thema Sockenstricken, Puschenstricken mit zwei Nadeln. Da ist bestimmt noch was für dich dabei. Und wie gesagt, ich kann jetzt hier auch meinen Anfangsfaden verwenden. Den hatte ich extra nicht abgeschnitten dafür. So. Und wie gesagt, ich nähe jetzt erst den Teil zusammen. Und dann, wo sieht man das? Und dann das Ganze hier unten an der Ferse an. So, den hinteren Teil habe ich vernäht. Jetzt habe ich mir hier die Mitte rausgesucht von der Ferse und werde jetzt einfach einmal in die Richtung zusammennähen und dann hier den Rest. So, und auch hier gehe ich immer, suche ich mir das innere Maschenglied. Auf der Unterseite gibt es jetzt keins. Und steche dann hier auch wieder ins Innere. Und an den Ecken noch ein paar Mal hin und her nähen, dass sich da auch keine Löcher bilden.